Game Track hier! Ja, weiter geht's, ne? Ja. Hier in den Katakomben. In den Katakomben. Da sehen wir auch schon den One Eye Woody. Dann geht's hier weiter, hoffe ich. Ich glaube, das ist so laut. Ich versuche zu schlafen. Kann man hier, ja. Komm, das war ein Headshot. Ey, Millimeter, ne? Oh Mann! Was ist los? Ist es schlimm? Nö, ich genieße einfach gerade nur die Show. Just enjoy the show. Benson! Yes! Oh, Strawberry! Ach, so fisch. Strawberry! Das ist so ein Kreisel, wie es hieß. Ich dachte, die Decke würde kommen, runterkommen. Irgendwie wusste ich, dass die Viecher kommen. Echt? Wie ja. Im Raum, oder was? Ja. Also, keine Ahnung. Ich hab grad keine Ahnung. Ich hab's ja auch neulich erst gespielt. Die sind aber auch großzügig, ne, mit der Trefferzone bei denen. Ja. Finde ich aber gut. Aber nur einer, das ist ein bisschen lame, ne? Ich glaube, jetzt kommen noch normale Viecher oder so. Nö, gar nicht. Hätte ich jetzt was anderes erwartet. Weil so langsam, merkt es ja vielleicht, läuft es so zum Ende des Spiels. Also ja. Es ist echt nicht mehr so viel. Also ihr habt echt tapfer durchgehalten, aber dafür wurdet ihr auch mit Entertainment vom Feinsten belohnt. Wie ekelhaft das ist, ne? Falls ihr jetzt denkt, ich bin einfach nur eingebildet. Ich glaube, ohne Scheiß, wir labern so viel Kacke. Ich finde, wir sollten jetzt einfach mal für eine Minute die Fresse halten. Für mich? Also ab jetzt für eine Minute, Sekunde die Fresse halten. Okay, vorbei. Sekunde. Ich finde, jetzt können wir wieder... Oh. Ja, ich denke mal, der Stummfilm ist schon erfunden, ne? Also da müssen wir nicht einen draufsetzen, oder? Ist ja nicht recht. Oh, guck mal hier, sieht sich an. Ich nehme jetzt die Pumpgun, weil ja, effektiv mehr Schaden. Das heißt, ich kann so ein bisschen wegbauen. So. Ah, du musst jetzt nur noch gegen eine Wand laufen. Voll. Oh, bitte. Oder gegeneinander, das geht auch. Ja. Ach komm! Und dann noch treffen. Ja, das ist echt peinlich. Und dann noch nicht Minas sein. Was soll das? Das war schön. Ach übrigens, wir haben eine Petition am Laufen. Und zwar, was ist eine Petition? Minas ist quasi nicht so zufrieden mit seinem Nickname und will gerne einen neuen haben. Und jetzt hat er mir keine Vorschläge. Ich zeige dir gleich mal, wer hier eine Petition hat. Hört Greedo nicht zu und ich glaube, ich werde auch dieses Let's Play jetzt alleine beenden. du kannst mit nach Hause gehen, haben wir. Nein, aber ich halb eins, komm. Aber ich finde, du solltest im englischsprachigen Raum vielleicht einen anderen Nick haben. My Story. My Story. Und hört sich einfach scheiße an. Nein, aber im Deutschen. Ja, vor allem, weil ich mir den. Vor allem, schieße ich mir selbst ins Bein, weil ich. Du weißt schon warum. Ja. Nein, aber auf Deutsch hört sich der Nick cool an, aber im Englischen. Oder du änderst einfach die Schreibweise im Englischen. Mit Doppel-E oder so, damit man es echt Minas und nicht Minus ausspricht. Doppel-D? E. Minas. Na, whatever. Muss ja drin bleiben? Ja. Nein! Ja, das Ding muss halt rot sein, während die Explosion es trifft. Nein, ich hab nicht genug Muni. Wow. Ja. Wie funktioniert dieses Rätsel, wenn man keine Muni hat? Gar nicht. Jetzt mal so ganz hypothetisch. Gar nicht. Hypothetisch. Gibt es auch Zeit, dass man diese da aufmachen kann irgendwie? Irgendwo muss da eine unerschöpfliche Kiste Shotgun-Munition oder so. Anders geht's nicht. Du hast doch genug Shotgun-Muni. Nein. 52, du musst nur nachladen.
Ey, manchmal ist es so ein Grottenalf. Das ist eine Mutti. Nee, das sieht nur aus wie einer. Bamsen! Ja, daneben. Was? Oh. Ja, jetzt musst du erstmal wieder nachladen. Diese Rätsel, die keine Rätsel sind, ne? Ja, kommen ja noch ein paar mit der Shotgun. Ja. Das ist so gut. Da hab ich's grad. Was ist gegen bei dir? Das ist auch Spaß im Glas, ne? Ja. Boah, dieses Kind! Das ist echt ätzend. Das lacht dich übertrieben aus. Ja. Ja, hau rein, schieß! Ey, du hast es so. Ich mach's nicht mal extra. Okay, jetzt schaff ich's. Einfach ein bisschen niedriger. Ja, also. Nein, niedriger. Ja, okay. Ja, genau so, genau. Ja, der muss treffen. Hab ich doch gesagt. Siehst du? Ach du Schande. Damsen. Paula! Ey, ich hab in diesem Spiel, glaube ich, noch nie Absinth gekauft. Ach, jetzt auch? Ja. Geil. Vielleicht heilt er das komplett, ich weiß es gar nicht. Wenn, dann wäre es natürlich ziemlich geil, weil wir gemaxte HP haben. Oh nein. Ich mag die Musik von dem Gegner. Ja. Siehst du? Das ist das, was ich eben meinte. Ich konnte den mit der Pumpgun nicht treffen. Wir haben diesen Dinger uns angetan. Die sind einfach durch und durch verbockt. Die sind echt verbackt, die sind schlecht gemacht. Wenn ich nicht trifft, ne? Oh. Aber das ist eigentlich ziemlich safe, wenn er einfach in den Gang steht, weil er kommt irgendwie nicht an dieser Schlange vorbei. Sag die Uhr. 8 Minuten erst. Ich hab schon ein Spiel viel länger, ne? Ich hab generell überhaupt kein Zeitgefühl gerade. Ja, Augapfel. Wahnsinn. Oh, geil. Eigentlich gibt's nicht mehr wirklich irgendwas, was wir auftunen müssten, aber... Wobei die Shotgun-Kapazität hat sich ja eben schon ausgezahlt, ne? Ja, überleg mal, ich hätte weniger. Oh, das ist definitiv eine gute Waffe. Ja, die Shotgun ist das geilste überhaupt. Alle normalen Dämonen One. Eigentlich gibt es irgendwie für jeden Job die richtige Waffe sozusagen. Shoot hier. Die macht erstmal irgendwie Licht. Ja, das ist eine gute Sache. Das ist so gut. Ja, man kann ein Gehör gewinnen. Das ist so gut. Ja, ich liebe dieses Spiel. Kam da ein Kopf aus dem Ding raus, oder was? Voraus. Ja, da rollte gerade so ein Kopf immer über den Boden. Ich glaube, der ist aus der Ballmaschine gekommen. Du hast recht. Das ist sogar ein Paula-Kopf. Das ist echt gruselig. Und der vibriert die ganze Zeit mit der Musik, der Controller. Als alter Kegelprofi. Das hat wieder so Killer 7 Style. Ja, ne, irgendwie das ist geil. Das ist total krank und dumm. Aber irgendwie auch geil. Ich
Ich verstehe diese japanische angehauchte Musik nicht. Was hat Japan mit Bowling zu tun? Ich auch nicht. Vor allem wüsste ich auch mal gerne, ob es hier irgendwelche tollen Easter Eggs gibt zu anderen Grasshopper-Spielen, in Grasshopper-Spielen, also in Suda-Spielen überhaupt. Ja. Geht irgendwo ein Travis Touchbone-Poster rumhängen. Du musst einfach wieder eben ja, ich da in die Treppe runter halt. Wieder läuft. Zurück. Und dann rushts. Gut, dass du aufpasst. Ich glaube, ich bin ein bisschen benebelt von diesem komischen Gesöff. Da halt. Ja. Also das rechts. Ja, rechts, wenn du von der anderen Seite kommst. Nein. Was? Ich hatte gerade echt von der Sekunde Angst. Ah, jetzt kommen die normalen Dämonen. Ich dachte halt, die kämen direkt, wenn man die Kreiseldinger besiegt hat. Oder das eine Kreiselding. Die ist aber schon stark, die Knarre jetzt. Die ist keine geschossen, ja. Das muss man auch erstmal schaffen. Wie viele das sind? Bam! Bam! Bam, Junge! Ist ein Scheiß. Wir zermatschen, als wenn die so aus Wasser ja. Oder so. Aus Wasser. Also, ey, der menschliche Körper besteht zu 90% aus Wasser. Der dämonische auch, was ach, ist hier denn sagt? Ich beachte das gar nicht. Oh nein, ich hasse diese Passage. Momentan. Das ist ekelhaft, ne? Was die für Geräusche macht. Ey, wie soll ich da durchkommen? Diese Animation ist so pillig. Die ist richtig pillig. Das ist auch so unnötig, oder? Und warum dauern die Ladezeiten so lange? Ab hier ist der Anfang. Ja, die Abschnitte. Zum Wechsel zur Pistole. Was? Warum rennst du nicht was hier? Ey, das ist so ein Scheiß. Kann man nicht mit der Dodge Roll vielleicht auch Sachen kaputt machen? Ich glaube nicht, ne? Also man kann Gegner irgendwie damit treffen und zurückpushen, aber... Wofür jetzt doch die Auswahl, ob fortsetzen oder nicht? Ich glaube, man keinen Bock drauf hat, machen wir einfach Rip Quit. Ja. Die Dodge Roll meinst du? Probier mal, die, da das kaputt zu machen mit der... Nö. Okay, das ist durch. Ja, ich hasse dieses Steuern. Guck mal hier, komm nicht durch. Was soll das? Ja, und dass man auch Muni dafür verschwenden muss. Ja. Scheiß Fässer kaputt zu schießen. Im ersten kann man vorbei rennen. Ich hätte das gemacht, dass überall eine Lücke, also bei jedem eine Lücke ist. Ich hasse das Gefühl, verfolgt zu werden im Spiel. Das war's ja schon. Hätten sie auch länger machen können. Was? Nein, hier ist noch einer. Ach nee, nee, auch nicht. Was ist das für eine falsche Mucke? Hier gibt's wieder diese Schreihälse. Ja. Boah, oh, die lässt jetzt mal in Ruhe, das müsste ja nicht spät, oder? Doch, der Checkpoint schläft. Doch. Der Checkpoint schläft. Boah, ihr seid ja echt... Nein, der macht jetzt auch noch die Dunkelheit, der Wichser. Gegner. Ey, nervige Kombos ever. Guck mal, hier ist alles am Gegner. Ja. Da.
daran erinnere ich mich auch noch. Das ist auch so ein sehr nervstellendes Spiel. Irgendwie funktioniert meine L-Taste nicht gut. Oder LB oder wie es auch immer heißt, die auf Xbox. Ja. Das hat sich das, die Schultertaste nicht blöd genannt haben. Also, bei mir ist es der Stick eigentlich, der nicht funktioniert. Ja, stimmt. Also, er funktioniert, aber quasi, wenn du ihn ganz an Rand bewegst, dann denkt die Konsole teilweise, du drückst nur so ein bisschen oder so. Und zu manchen Spielen quasi, wenn du dann rennen willst, gehst du stattdessen. Das ist nervig. Nicht umtauschen. Geht, ich komme eigentlich damit ganz gut zurecht. Du musst halt echt nur irgendwie volle Power auf das Ding einhämmern. Geht's. Fetzige Mucke. Ja, die ist gut. Damn, Junge! Hä? Hey, wo ist er? Wahnsinn! Ja. Ich würde mal sagen, Fuß souverän, ne? Jetzt am Schluss. Das war's. Dann bin ich. Dann bin ich schon raus. Krass, das ist echt so weit reicht, ne? Na, warum nicht? 16 Minuten! Und wenigstens in den Abschnitten genommen. Bist du zum Franzosen gegangen, oder was? Warum, weil ich ein Lied sag? Ja. Don't fucking care. Wow. Boah, wie viel die ziehen. Echt? Ja, ziemlich viel. Jawollo! Bamsen! With a fear in your hand. What's in your head? Hand. Stein with a beer in your hand. Ah. Same card. Best motto ever, oder? Bester CD-Name ever. Album-Name. Whatever! Das hat letztes Mal auch weh gemacht, ne? Ja, doch, auf jeden Fall. Willst du eigentlich in mein Projekt Fort Knox investieren? Wie gesagt, ne, Projekt Guantanamo. Ich glaube, dieses Rätsel werden wir jetzt im nächsten Part lösen. Bis dahin.